Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wiggles. So, ich gucke natürlich erstmal wieder, wo wir hier waren, was wir hier hatten und so. So, hier habe ich schon die Küche aufgebaut und neben den Küchen, ich habe mir nochmal die Kommentare durchgelesen von dir, Gerd, mal, weil ich es ja bei dem letzten Mal irgendwie doch noch nicht so ganz gerafft habe, was du meintest. So, wir sollten also bestmöglich Küchen und Bars nebeneinander bauen. Und dann Farmen und Brauereien. So. Na, hier haben wir ja schon mal die Farmen. Die sind zwar jetzt nicht ganz so neben der Küche und naja. Aber es passt schon. So, und vorweg mal. Ich habe mir schön, also heute ist wieder Samstag, ne? Samstagmorgen, mein Aufnahmetag. Ja, ich habe mir schön jetzt die letzten zwei Tage auf Arbeit einen schönen Husten eingefangen. Ne, mitgenommen, alles, was man kriegen kann. Puh, es ist so ätzend, sage ich euch. Es ist wirklich schlimm. Ich hasse Husten. Ich versuche auch, mich zu muten, wenn ich husten muss. Weil das kann ich euch nicht antun. So, ich überlege jetzt die ganze Zeit, was ich hier abbaue. Also theoretisch müsste ich jetzt eine Bar abbauen. Nur, ich hatte ja, glaube ich, zwei. Wo ist die zweite? Also die eine habe ich ja hier aufgebaut gehabt. Auch noch gar nicht so lange her. Da steht nur ein Grenzstein. Wo ist die andere Bar? Muss ich jetzt leider erstmal suchen. Wie gesagt, es ist jetzt schon eine Woche her. Ich habe keine Ahnung. Hier. Okay, hier oben. Dann müssen wir die jetzt mal langsam abbauen. Tut mir leid für die, die jetzt hier sind. Zack. Dann kommt die Bar nämlich neben die Küche und dann bräuchten wir natürlich noch eine zweite Brauerei. So, die war doch hier auch in der Nähe, ne? Ist doch hier gleich, genau. Dann werden wir die nämlich auch mal abbauen. Weil wir ja uns, wie gesagt, nach unten verlagern werden. So, und ich soll natürlich immer in... Gutchen. Warum steht der hier so faul rum? Warum macht der nichts? Warum steht der hier nur? Ach, der hat noch ein Buch. Schau an. Ich habe beim letzten Mal gar nicht zu Ende gemacht anscheinend. Tschüss. Wie so ein Tschüss. Quintus, Quintus. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wer der Jüngste hier von uns Zwergen war. Schauen wir doch mal nach. Tormut? Ach ja, Tormut ist ganz frisch geschlüpft. Galina. Galina und Quintus. Ja, eigentlich hätte Quintus das ja auch jetzt lesen können. Oh Gott, Sprachfehler. Ah, nein, das solltest du jetzt nicht essen. Du solltest jetzt mal hier lesen. Gewürz aus Stein. Oh Gott, wie war das nochmal? Alt, ne? Ja. Gut, dann liest du das mal. Und wo sind jetzt meine Freizeitwickels? Natürlich hier, ne? So, ich hoffe, ich erwische jetzt aber nicht den, der da braut. Okay, ihr müsst mitkommen. Ihr sollt mal hier weiter hacken, fleißig. Nahrung und Gewürze aus Stein. Plus 2 hat der liebe Quintus erhalten. Gut. So, jetzt suche ich natürlich mal wieder unsere Brauerei und unsere Bar. Die Bar ist schon abgebaut, das ist gut. Dann können wir die nämlich wieder aufbauen. Und zwar hier unten irgendwo. Da. So, mehr passt hier sowieso nicht rein in die Hülle, von daher kann ich das auch ein bisschen weiter hier hinsetzen. So. So, wen habe ich denn da jetzt eigentlich alles? Ich hoffe jetzt keinen, der jetzt demnächst anfängt. Ja, doch. Ach. Gut, aber es sind viele. 3, 6. 6 ist okay, hoffe ich mal. Okay, dann kommt hier halt die Brauerei hin, die andere. Die wahrscheinlich noch nicht abgebaut ist. Aber die wird schon. Gut, gut. Denn derzeit können wir jetzt natürlich auch hier schon mal die Farben wieder versetzen, die hier oben steht. Die brauchen nämlich auch keiner mehr hier oben. Genauso wie diese Farm. Aber die lasse ich mal noch. So, die Küche ist noch ein bisschen im Betrieb. Das ist in Ordnung so. Die Küche hier unten, die muss erstmal richtig laufen. Ne? So, und jetzt schaue ich mal nochmal, wo
ein paar Wiggles Freizeit genießen. Wo ist denn eigentlich unser Wohnzimmer? Das ist auch noch so ein Hotspot. Wo sie sich aufträumen. Oh Gott, hier ist noch ganz viel. Was liegt hier noch? Ah! Ein Wohnzimmer. Okay. Oh Gott, ich brauche Platz, wo ich das Wohnzimmer hinmache. Ich wollte wahrscheinlich das Wohnzimmer dahin stellen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? Das ist richtig doof. Kriege ich hier noch eine Höhle hin? Hier kriege ich eine Höhle hin, ne? Eine große, das wäre cool. Nee, okay. Das hätte ich dann doch ein bisschen weiter, aber so eine. So eine ist auch super. Dann müsste ich mal gucken. Oh Gott, dann ist der Weg so weit, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen oll. Oder hier. Hier ist vielleicht besser. Moment, dann mache ich das mal weg. Nochmal. Weg damit, weg damit. Dann graben wir halt hier durch. Ich hoffe, da kommt nicht in eine Höhle oder so. Und ich hoffe, ihr versteht mich. Ich probel manchmal so leise in meinem Bad hinein. Das ist auch so ein Problem. Das muss ich irgendwie mal loswerden. Ah, das geht natürlich auch nicht. Gut, das kann auch noch nicht funktionieren. So, wo sind denn die anderen eigentlich alle hin? Egal. Okay, die Brauerei ist fertig abgebaut. So. Hier sind wir auch bald fertig. Ich weiß nicht, ob ich das schon hinstellen kann. Mal gucken, ob das schon geht. Auspacken. Oh, es würde schon gehen, okay. Brauerei. Die Farm hat sich hier noch keiner gekümmert. Dann muss ich auch wissen, welche Farm ich mache, ne? Was ist hier drin? Hamster, Raupe. Pilze stehen da, okay. Eine Pilzfarm wäre eigentlich dran. Ich glaube, ich mache erstmal Hamster. Ich weiß es nicht. Okay, die Höhle ist dann fertig. Das ist schön. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe doch noch mehr. Wo sind die eigentlich alle? Und du hast Freizeit, oder nicht? Ja. Victorine hat zwar auch Freizeit, aber bitte, bitte bau das noch auf. Victorine? Graham meine ich. Victorine habe ich übersprungen einfach mal. Die pennt. Die fangen bald an zu ackern. Die haben Ackerzeit. Tomo, bist du noch? Ja, du bist noch klein. Na gut. Ich will die aber auch erstmal wieder ein bisschen Freizeit machen lassen. Wenn die ganze Zeit schuften, ist das auch nicht so schön. Was macht der hier? Der sammelt was. Machst du Essen oder so? Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Er geht irgendwo anders hin. Keine Ahnung. So, Bar fertig? Bar fertig. So, Betrieb bitte anschmeißen. Das läuft ja alles so seinen Weg. Schön. So, ich schmeiß mal kurz so ein bisschen einen Blick rüber. Das sind natürlich viele von denen, die jetzt gerade auch geackert schon haben, ne? Aber ganz ehrlich, es tut mir leid, wir müssen hier vorankommen. Wir müssen mal jetzt hier graben, damit wir jetzt hier noch eine Höhle bauen können, damit wir hier das Wohnzimmer hinstellen können, weil das echt weit weg ist, ne? Das geht so nicht. Was ist eigentlich mit hier? Bin ich denn total gaga? Warum mache ich denn... Ich bin doch total Banane, oder? Warum mache ich nicht erstmal hier? Ist doch auch Platz. Okay, okay, okay. Wo sind die alle? Kommen die alle? Da kommen sie alle. Nee, eher nicht. Die hier. So, ihr müsst hier erstmal machen. Das ist natürlich viel sinnvoller. Okay. Was erzählt ihr so? Mir ist auch noch Folgendes aufgefallen. Noch Folgendes aufgefallen. Was denn? Man sieht sich, ja schön. Okay. So, und einfach damit...
Ja, da geht's wieder los. Einfach damit es schneller geht, müsst ihr jetzt auch mal ran hier, ne? Ist klar. So, ich müde mich mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich muss irgendwie viel mehr trinken bei diesem doofen Husten. Einzige, was hilft, viel trinken. Ui. Aschnass, Tipps, um wieder gesund zu werden. Schön. So, da geht der ganze Haufen zur Arbeit. Zur aufgezwungenen Arbeit. So, ihr werdet jetzt bestimmt im Hintergrund oft hören, wenn ich mir was eingieße und was trinke und so. Aber wie gesagt, das muss jetzt sein. Eine gute Ausrede, ich begrage. Aber natürlich immer nur am Wochenende, ich kenne das, ne? In der Woche gehe ich immer schön ackern. Am Wochenende bin ich dann krank, liege flach und Montag geht es mir wieder blendend. Als wäre nie was gewesen. So. Die Höhle dürfte jetzt eigentlich relativ flink gehen. Oh, hier. Das sind mehr als die Hälfte der Wiggles, die aber die hier ackern. Also, das dürfte jetzt wirklich schnell gehen. Das ist mit unserer Bar, die ist natürlich jetzt noch richtig aufgebaut. Unsere Bar, unsere Brauerei meine ich. Sorry. Und wie sieht es mit unserer Farm aus? Ist die dann jetzt wenigstens auch abgebaut? Nö, warum? Sind ja alle am Arbeiten. Ich habe bestimmt wieder die jetzt Arbeitszeit gleich haben, oder? Gucken wir mal. Oh, hier ist einer, Dania. Dania, ich würde jetzt gerne mal nur Dania anwählen. Ja, Dania ist eigentlich scheiße. Dania, geh mal weg hier. So, die paar Sekunden, die sie da noch hatten. So. Ich lass die mal machen. Oh, es geht echt schnell, muss ich sagen. Schön. Steht sie natürlich doof rum da, ne? Macht nichts weiter. Sie ist auch weiter arbeiten lassen können. Gucken wir mal, was sie macht. Ob sie noch was macht oder nicht. Ich glaube fast nicht. Frei. Na gut. Transportiert Bier. Das ist doch mal schön. Jetzt beginnt gleich die andere Arbeitszeit der anderen Wiggles, die hier auch sind. Die muss ich dann auch wieder loslassen, sozusagen. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Das ist ein Gewusel, das sieht aus, ey. Oh je. Okay, noch hat sich nichts geändert. Er? Achso, er sammelt Hamster. Ja. Gut. So, jetzt haben wir Henkin, Imke, Marinus und Tonio. Henkin. Bup. Imke. Bup. Marinus. Bup. Tonio. Bup. So. Ihr geht mal jetzt bitte einer anderen Aufgabe nach, ne? Den Rest schaffen... Ja, die auch noch hier, die 6. Sehr gut, sehr gut. Schön. Ich bin entzückt. Das läuft hier irgendwie gerade locker flockig wie geschmiert. Das ist... Ja, das mag ich. So soll das sein. So, hier haben wir jetzt natürlich das Wohnzimmer, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh je. So, wo ist es denn nun? Hier. Hier. Soll ich hier die Freizeitspots auch noch mit so hinsetzen? Also hier das Wohnzimmer. Haben wir noch einen Freizeitspot? Ich glaube nicht, ne? Wohnzimmer und
Bar. Mehr ist doch, glaube ich, gar nicht. Warte mal, kann ich das nicht irgendwo sehen? Entwicklung oder so? Nee, das ist es nicht. Wohl. Nee. Das ist keine gute Übersicht. Produktion natürlich auch nicht. Ne? Bar. Wir haben zwei Bars. Das sind, Produktionsstellen. Ja. Ich meine Freizeitstellen. Was ist es eigentlich, ne? Dann nur noch halt das Wohnzimmer. Da war eins, zwei. Auch zwei von. Nee, das ist das Schlafzimmer. Was ließ ich denn da? Wo ist das Wohnzimmer? Ich kann gar nicht. Habe ich nur das eine? Scheint. Na gut, dann habe ich auf jeden Fall hier die Bar, da unten das Wohnzimmer. Und dann brauche ich jetzt noch Höhlen für Produktionsstätte. Die müssen hier jetzt endlich mal das da bauen. Was bauen machen die denn jetzt eigentlich? Haben die denn jetzt schon eine Aufgabe sich genommen? Du machst mir Hut. Warum auch immer. Imke. Grillhamster, ja. Kisten einlagern, okay. Marinus transportiert Bier. Tonio transportiert auch Pilzhüte. Ja, warum auch nicht? Moment mal. Nee. Enken. Was machst du? Wo bist du? Aha. Du kochst. Tonio. Ja. Keine Ahnung. Bier. Okay. So, und hier ist der nächste Trupp, der Freizeit macht. Also, ich sag dir mal was, ja. Ja, doch, momentan musst du leider immer dasselbe machen in der Freizeit, sorry. Ja, ja. Ich weiß, ihr seid nicht so sehr zufrieden. So. Okay, hier oben haben wir jetzt natürlich das Lager noch und noch eine Küche. Das muss alles weiter nach unten jetzt geschafft werden. Ich würde vorschlagen, dass wir das... Oh. Oh. Okay. Das wurde jetzt hier auch fertig gemacht in der Zeit. Okay. Dann brauche ich jetzt mal einen kurz, der da erkundet. Ja, du. Oh, nee, 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 nee. Nochmal zurück. Du nimmst erstmal noch hier eine Leiter mit. Komm, davon haben wir eh so viele. Du nimmst eine Leiter mit, Ulf. Die packst du da. Ja, Stimme weg. Die packt er denn hoffentlich erstmal aus. Furchtbar. Muss ich aber trinken hier. So, Ulfi. Komm mal her. Pack mal die Leiter hier aus. Eigentlich hätte ich gleich eine zweite nehmen können und hier auch noch eine hinbauen können. Ja gut. Später. Ja, dann ist die Zeit auch schon fast wieder rum, ne? Jetzt sind wir bei 19 Minuten. Können wir noch die Leiter aufbauen, die Kiste da plündern, also die Tonne. Dass ich mal Kiste sage dazu. Schlimm. So, hier ist noch eingestellt, das ist gut. Die Bar läuft. Ist auch gut. Hier ist noch nicht... Hier hat sich immer noch nichts getan. Das ist nicht so gut. Was machst du hier? Du hast gerade Pilze geerntet. Also umgehauen, sagen wir es mal so. Jetzt muss er natürlich erstmal unten nach unten klettern, weil er von unten die Leiter aufbaut. Ist ja klar. So, hier waren wir auch schon auf jeden Fall.
Leiter geht zum Glück schnell. Dann schauen wir mal in die Tonne rein. Schon wieder Kiste sagen. Ah. Oh, toll. Hätte ich das gewusst. Schön. Brauchen wir nicht nach oben laufen. Gut. Ich werde die einfach hier aufstellen. Schon mal. Warum soll ich die jetzt noch umschleppen? Das ist ja Unsinn. Weiter. Das machen wir jetzt auch noch in der Folge hier. Ein Stückchen musst du. Kannst du hier das aufbauen und dann gehst du wieder hoch. Weiter will ich mich jetzt nicht vorwagen. Das mache ich dann zum Beginn der nächsten Folge. Ich habe mir jetzt mal Angst, weiter ich runtergehe, dass dann das Event ausgelöst wird. Was ich die ganze Zeit schon erwarte. Okay, nicht. Da ist nur eine Tonne. Ist nicht so schlimm, wir lassen die Leiter da trotzdem stehen. Wir gehen dann einfach von hier noch ein bisschen weiter runter oder was weiß ich, mal gucken. Weiß ich noch nicht. Das dauert eh noch ein paar Folgen. So, was ist das hier? Zielen leicht gemacht. Ja, steck mal ein, Ulf. Das bringst du nach oben. So, nach hier, weil viel weiter brauchst du jetzt auch nicht dafür laufen. So, hier sammeln sich nämlich die nächsten, das ist gut. Okay, dann werde ich an dieser Stelle jetzt mal einen kleinen Schnitt machen. Na? Ulf bringt jetzt das Buch weg, ich verteile dann das Buch und ja. Schauen mal, wo wir hier weitere Höhlen dann machen. Ja, in dem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, freue mich auf eure Kommentare und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht es gut, tschüssi!